Irgendwie wird die Musik jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Ich wollte doch nicht raus. Kann doch nicht wahr sein. Boah, das war knapp. Ich hoffe, dass es knapp war. Hast du jetzt das Ding genommen? Hat das jetzt neben mir einen Spind geöffnet oder so? Und sich da drin, und sich da drin versteckt? Hat sich so angehört, ja. Ja, ne? So im Nachbarspind, klopf, klopf. Oh Gott. Verdammt, jetzt müssen wir erstmal gucken. Durchsuchen Sie den Operationssaal im Minikit. Also wir müssen da hinten durch. Ich fühlte mich eben noch ein bisschen besser, als ich dachte, das Alien wäre nicht hier. Ja, das war ja jetzt eine trügerische Sicherheit, ne? Ein bisschen. Andererseits hat es einmal geholfen. Ja, es ist trotzdem nicht dein bester Freund. Echt? Auch wenn du es jetzt glaubst. Ja, nee. Ich würde es gern glauben, ja. Das ist ja dieses Vertrauensding. Sieht aber noch ziemlich gut aus. Hier war ich eben schon drin, ne? Ja. Der würde ich so ausgehen, der nicht ging. Ein Speicherpunkt wäre auch schön. Das war dann so ein bisschen viel. Nö, das war's. Oh. Oh Mann. Damit haben wir auch unsere letzten Zuschauer verloren. Ja, aber echt, ey. Einer noch. Toll, ey. Finden Sie die Schlüsselkarte? Hatten wir die nicht schon? Ursprünglich mal. Ich weiß nicht mehr, wo du die gefunden hast. Das ist das Schlimme an dem. Wer weiß da eigentlich nicht, wie weit jetzt. Ja, aber wohl nicht. Das wird das ja nicht anzeigen. Achso, nee, ja. Das war doch hier. Das war doch hier mit dem Zugangscode. 25 2505. Ja, da haben wir doch einen guten Punkt gespeichert. Ah, ja, stimmt. Immerhin. Leider lebt jetzt der eine Typ immer noch, den sich das eh vielleicht schon mal kannst du dich jetzt mal nicht treffen lassen. Brauchst du auch nicht dringend ein Medikament. Ich bin schon unterwegs. Ich muss zwischendurch so gemein sein, weil du hörst. Ach so. Ja, das ist ja ganz toll. Sehr witzig. Oh Mann, die kommen aber auch dann plötzlich angeschossen. Die Frage, was hat das da direkt vor der Tür zu suchen? Ja. Wenn laute Geräusche vermieden werden. Vielleicht solltest du da durchschleichen, also kriechen. Ja, in dem Moment, wo ich die Tür aufmache, ist ja eigentlich... Es stand ja direkt da. Da hatte ich ja noch gar keine Option irgendwie. Samias, Tür auf, Alien vor der Nase.
Ja, den Code kann er jetzt auswählen. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Nur kurz. Hier ist alles im Eimer, Samir. Deine Idee, nicht meine. Da sind jetzt zwei Typen. Ich bin ja jetzt in die andere Richtung gegangen. Zusammen, okay? Wir schaffen das schon. Und du bist jetzt zumindest, dass die uns nicht so mögen. Immer schon mal einen Schritt weiter. Und ich denn den Revolver ein? Ja. Einen Schuss habe ich ja immerhin. Ja, für zwei Leute, wenn die direkt hintereinander stehen, dann können. Nicht machen, Leute. Ei. Oi, oi, oi. Eieiei. Hast du ein bisschen Salz dazu? Oh, oh mein. Oh. Das, Oh. Guck mal, du bist ein Einhorn. Hui. Ja, feini. Ja, passte mir eigentlich gerade wieder so gut. Das hat aber keiner kommen sehen. Ist vor allen Dingen, bin schon unterwegs. Da ist ja dann nachher jemand zurückgeblieben, eine Frau scheinbar, die da so rumwimmerte. Ich glaube, die wäre ja nicht gegen uns. In dem Moment, wo wir da ankommen. Ich glaube aber, das Alien ist nach wie vor gegen uns. Weshalb ich mich nochmal in einen Spind stelle. War lang nicht mehr gemacht. Ja, eben. Ja. Wird wieder Zeit. Das ist vielleicht ein guter Moment nochmal abzuspeichern, wenn es geht. Ne, bitte warten. Ja, würde ich auch dann nochmal machen. Geht leider nicht. Oh. War das jetzt hier? Nein, das war nicht hier. Aber das ist doch irgendwie... Hier ist alles im Eimer, Sam Irrt. Geskriptet, dass das Alien dann kommt, wenn man irgendwie in der Nähe von diesen Leuten ist. Und dann macht es die Leute platt. Kann ich mich jetzt hinsetzen? Die Leute sind noch nicht mal da. Boah, ich kann da nicht hingucken, ne? Oh nein, es kommt zurück. Zumindest hört es nicht so an. Das ist der Code, gerade in den Schacht reingesprungen. Was? Oben in der Decke in den Schacht ist das gesprungen. Ach so. Oh ja, oh ja, ich weiß. Oh. Da kann es ja meinetwegen bleiben. Von mir aus auch, aber ich befürchte, es hält sich nicht an diese Order. Ist das hier vielleicht die Krankenstation? Schrott.
Sieht sehr nach Krankenstation aus. Oh, lass die Tür zu. Aber hier ist nichts. Nee, wir müssen da unten noch durch. Samuels, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Okay, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Deshalb irritiert mich dieses blöde Alien auch immer so beim Laufen, weil es... Ich frage mich immer, wie es an bestimmte Orte überhaupt kommt, aber wenn es natürlich durch die Decke sich immer bewegt... Da kann man sich ja nie so richtig sicher sein. Weil ich schon ein bisschen lachen muss, weißt du, so 2000 Leute, ja, was war das? Und dann so ein Bildschirm. Ja. Bleibt vorerst unter uns. Absolute Verschwiegenheit. Auf der Station sollte jetzt wirklich besser keine Panik ausbrechen. Und noch was, wenn ich rausfinde, wer das an Ransom weitergegeben hat, dem werde ich seine scheiß Dienstmarke zu fressen geben. Der spricht die ganze Zeit gerade eine mit mir und wir uns. Und hat sich das ganze Theater aus nächster Nähe anschauen können. Ich habe auch was gehört, aber ich habe gehört, ich habe Hallys. Das Letzte, was ich brauche, ist, dass dieser Ransom Schwierigkeiten macht. Ein Typ ist auch noch da. Ups, das wollte ich doch gar nicht. So, warte, jetzt nochmal hier gucken. So, da hinten müssen wir hin. Ich habe irgendwie eine Ausweiskarte, glaube ich, noch gefunden. Da war doch was, oder? Dann müsste ich doch bestimmt da unten raus. Da war doch, glaube ich, auch noch eine Tür, die zu war. Obwohl das hier nicht eingeblendet ist. Komischerweise. Aber... Probieren es mal so. Ja. War das jetzt richtig? Das war richtig. Ja, jetzt sehe ich auch noch die Typen, die da rumlaufen auf dem Motion Tracker. Oh. Super. Ja. Was sind das eigentlich für Tuben, die da immer rumliegen? Tuben. 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 Ja, passt da. Bist du Alien? Deswegen hat er auch so weiße Zähne. Zwischenspeichern könnte irgendwo. Wäre ich ja auch schon ganz zufrieden. Das ist einfach so eine Zwangsstörung. Speichern. Ich hab jetzt aber auch ganz schön im Karton. Gib wieder was zu essen. Computer. Was?
Skelett. Der Totenschädel. Ja, ne? Los. Ich möchte nicht von einem Android behandelt werden. Mecker. So, das ist es. Ich will sonst keine anderen Probleme haben. Der Vorfall. Foley, Lingard hier. Die Marshals wollen, dass wir jetzt nach dem Vorfall die Krankenstation absperren. Sie schicken ein Team, um herauszufinden, was die Patientin eingeschleppt hat. Oh. Ich habe ihnen gesagt, dass es schnell war. So mit den Ersticken gerade gelesen. Verschwendung. Ich werde ein vorübergehendes Krankenzentrum aufbauen. Sie haben vorübergehend das Kommando. Lassen Sie Kuhlmann nicht rein, was er auch sagt. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass er sich in Gegenwart von Marshall Waits medizinisch selbst versorgt. Zugehöriger Fehler. Wer war jetzt nochmal Kuhlmann? Ich bin Kuhlmann. Keine Ahnung. Wie hieß der Typ, den wir am Anfang da gefunden hatten? Der Arzt da, der Typ, der ist da, der bei der Medikamentenausgabe geholfen hat. Oh Gott, das weiß ich doch nicht mehr. Ich weiß das auch nicht. Oh Mann. Der hieß aber nicht Kuhlmann, oder? Nee. Morley hieß der, oder? Nee. Morley? Quatsch. Nee, Morley war eine Frau, glaube ich. Okay. Ja, ich hatte nur irgendwie die Illusion, das wäre der gewesen. Ich habe keine Ahnung. Der hatte da ja schon den Hirnschaden, das kann er nicht. Ach du Scheiße, das Viech ist direkt vor der Tür irgendwo. Aber mit dem Hirnschaden kann natürlich sein, dass der tatsächlich war. Deswegen hat er sich auch so komisch verhalten, als er da ja da drin. Vielleicht. Da lag was auf dem Boden, konntest du nicht einsammeln, oder? Ich bin gerade irritiert. Merkt man so gar nicht. Ich glaube, ich bin dem Morales weiter entkommen gerade. Das war auch wirklich nur dafür da, um ihm zu entkommen, hier dieses Ding. Oder kann ich da drüben? Da drüben geht's weiter. Apropos. Oh. Was ist denn das für ein Schacht hier? Kann ich nicht runter? Schade. Obwohl, wahrscheinlich würde ich mir das Genick brechen bei meinem Glück. Ich warte auf den Moment, wo dir immer in den Schacht Alien entgegenkommt. Ja, weil wenn das ja nach oben in den Schacht reinspringen kann, warum sollte es nicht auch mal wie, weißt du? Ich weiß. Ich glaube, das trägt jetzt nicht so zur inneren Ruhe bei. Nicht so richtig. Das nützt mir natürlich wieder relativ. Moment, Stockwerk wechseln. Ja, so. Ich weiß nicht, wo ich da rauskomme jetzt. Das wird lustig. Mach den Schachzug. Nein, da geht die doch. In den Schacht rein. Ich fasse es nicht. Wo ist das Ding hin? Ist das jetzt...
Das ist bestimmt wieder in den dicken Schacht reingegangen. Boah. Kann ich das Ding hier nicht? Nee. Boah, das war aber gerade eine echte Frechheit, mir dann. Ja, das ist ein neues Ziel, ne? Ja, okay. Ist jetzt nicht gekriegt. Nee, ich krieg gar nichts mehr mit. Du musst das Evakuierungsdingens da einleiten. Stromanlage. Leiten Sie die. Da sind. Großer Def. Moment. Ja, dann nutzt es. Ah. Nervös. Ich glaube, auf der anderen Seite war noch eins. Nee, da war. Oder doch? Ach, jetzt kommt da so ein Freak raus. Ripley, alles in Ordnung? Ripley! Nicht jetzt! Die waren ja auch nicht besonders nett, ne? Alles gut bei mir. Nee, die waren nicht. Ist, wenn man in der Hocke ist, sieht man so gar nicht, wo der gerade ist. Ich wunderte mich gerade, was das für ein watschelndes Geräusch ist, was ich höre. Oh Scheiße, ja. Oh. Ach Mann. So. Tritt mal gegen. So, und wo war jetzt wieder der letzte Speicherpunkt? Wieder 58 Meilen weg, ne? Wir haben tatsächlich seitdem nicht nochmal speichern können. Das ist doch nicht wahr, ey. Aha. Jetzt habe ich auch schon den Code vergessen. 2555. Genau. Da waren wir zu lange unterwegs, dass ich mir die noch hätte merken können. Samuels, bin schon unterwegs. Ich gehe einfach mal einen ganz anderen Weg hier. Scheiße, ich höre das Alien nur schon wieder. Also ich finde, das hört sich von weitem wirklich an eine Spülung.
oder? Psychoterror. Schießen ist nicht gut. Gut gemeinter Rat von mir. Was zum Teufel war das denn? Oh. Elektroschocker ist nicht kommt so schlecht. Kommt der denn her? Sind wir den vorhin auch begegnet? Nee, oder? Vielleicht nicht genau dem. Das ist doch schon wieder dieses watschelnde Geräusch. Kacke, das kann da nur über mir sein. Ach, das war die Tür, durch die man nicht durchkommt. Ah, jetzt kommt die Aufgabe durchsuchen. Ah, Moment. Muss ich mal auf der Karte gucken, ob hier ein Speicherpunkt. Aber hier. Doch, da ist doch ein Speicherpunkt. Ach nee, das war der, wo wir hierher gekommen sind. Mist. Vielleicht kannst du trotzdem da erst noch mal eben speichern. Hattest du eben was gesagt? Ich war ein bisschen abgelenkt gerade. Ich hatte gemeint, ob du nicht vielleicht trotzdem da nochmal eben speichern kannst. Oder hast du jetzt schon Sachen... Das könnte natürlich sein. Ja, super, genau in die Arme gelaufen. Unfassbar. Du musst vielleicht auch mal lesen, was da stand. Was stand da? Aliens über irgendwas, blablabla Sinne und irgendwas mit Androiden. Ich muss mit Androiden, okay. Samuels, bin schon unterwegs. Hast du gehört? Irgendwas mit Androiden, ja, hab ich gehört. Ja, ja, aber hast du das gelesen, was da stand? Nein. Ja, ja, ja. Also wenn du das nächste Mal stirbst, musst du das mal gerade lesen, was da steht. Du kannst das doch lesen und mir dann sagen. Nee, du, das geht zu schnell. Dann ja, ist es wieder weg. Geht das bei mir ja auch zu schnell. Ich kann das ja nicht. Ja, aber ich habe doch meine Brille nicht an. Ey Gott, ey. Was eine Truppe, die hier die Welt Kunde retten soll.
Ich werde uns sofort anstellen, ey. Ach komm, lass mich nochmal speichern, Neo. Dreckstück. Das haben wir jetzt nicht gehört. Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Ach. Weiße Alien, das war jetzt eigentlich unnötig. Ich stand sowieso vor dem Speicherplatz. Echt, ey?